PV-Surf ist das ideale Service-Tool für Solateure. Durch das Rückspeisen von Strom in den Solargenerator ist es möglich, auch bei ungünstiger Wetterlage, das heißt bei trübem Wetter oder sogar nachts, Untersuchungen an Photovoltaikanlagen durchzuführen. Mit seinen 19 Kilogramm kann das Gerät noch bequem von einer Person transportiert werden. Es benötigt keinen Drehstrom, kann an einer konventionellen 230 Volt Steckdose betrieben werden. Der PV-Surf kommt mit einigen Zubehör. Wir haben zum einen Laborstecker mit Multikontakt MC4 Kontakten. Dann haben wir einen Adapter von Multikontakt MC4 auf SunnyClix, wie Sie bei SMA-Wechselrichtern Verwendung finden. Dann haben wir einen Adapter von Multikontakt MC4 auf MC3, die in älteren Solaranlagen noch häufig eingesetzt werden. Wir haben hier so ein Aushebewerkzeug dabei, was gebraucht wird, um die Multikontakt MC4 Steckverbinder zu lösen. So, ich zeige mal kurz, wie der PV-Surf funktioniert. Zunächst die Spannungsversorgung hier mit dem Kaltgerätestecker herstellen. Die beiden Laborstecker werden hier in der Frontseite montiert. Jeweils darauf achten, dass man den roten Stecker in die rote Buchse steckt, den blauen Stecker in die blaue Buchse für Plus und Minus. Dann habe ich jetzt hier an der Photovoltaikanlage noch die alten Multikontakt MC3 Steckverbinder. Ich löse jetzt diesen Strang vom Wechselrichter ab, um ihn jetzt hier rückwärts zu bestromen. Benutze dazu den Adapter vom Typ MC3 auf MC4. So. Verbinden wir das Ganze mal miteinander. Jetzt kann man das Gerät einschalten. Dauert einen kleinen Augenblick. Wenn wir jetzt hier auf die Standby-Taste drücken, wird das Gerät in Betrieb gesetzt. Und an dem Liftergeräusch hört man, dass das Gerät jetzt in Betrieb gegangen ist. Und Sie sehen hier, die 622 Volt ist die Spannung, die benötigt wird, um in den Solargenerator rückwärts jetzt 3,53 Ampere einzuspeisen. Und ermöglicht uns eben auf dem Dach dann entsprechend die Untersuchungen durchzuführen. Die klassischen Einsatzgebiete des PV-Surf sind die Rückstromthermografie, die Outdoor-Elektrolumineszenz sowie die Bypass-Diodentests. Der PV-Surf ermöglicht, dass man Thermografieaufnahmen, die normalerweise ja nur bei einer Mindesteinstrahlung von ca. 600 Watt pro Quadratmeter tagsüber möglich sind, also nur bei sehr schönem Wetter, dass man die auch bei schlechterem Wetter und sogar bei Dunkelheit machen kann. Und hier geben wir eben Strom rückwärts durch die Module. Was man hier jetzt sehr schön erkennen kann, ist, dass es Teile gibt, die wesentlich kühler sind. Das heißt, das sind die nicht rückbestromten Stränge hier hinten. Hier vorne der Strang ist rückbestromt. Man kann genau erkennen, wo die einzelnen Module liegen. Und was man jetzt hier vorne auch schön erkennen kann, dass es offensichtlich in diesem untersuchten Strang ein defektes Modul gibt. Man kann also diese Methode dafür verwenden, um erstmal zu prüfen, wo die Modulstränge liegen auf dem Dach, wenn zum Beispiel keine Dokumentation vorhanden ist. Man kann defekte Bypassdioden finden, Hotspots, hochohmige Zellverbinder kann man mit dieser Methode auch ohne Sonnenlicht, selbst bei Nacht auch erkennen. Das PV Vision Outdoor-Elektrolumineszenz-Set enthält im Prinzip alles, was man braucht, um diese Aufnahmen durchzuführen. Zum einen die umgebaute Kamera mit einem speziellen Infrarotobjektiv, einer hohen Transmission in diesem Wellenlängenbereich. Zum zweiten das Stativ für langzeitbelichtete Aufnahmen, dann bei absoluter Dunkelheit. Und zum Scharfstellen Taschenlampe, die auch Infrarotlicht emittiert. Der PV-Surf ermöglicht es jetzt, dass man Elektrolumineszenzaufnahmen auch im Freien machen kann, also echte Outdoor-Elektrolumineszenzaufnahmen. Das, was bis vor kurzem nur im Labor möglich war oder wenn man die Module ausgebaut hat. Ich demonstriere das jetzt mal hier kurz. Die Taschenlampe ist dazu da, dass man fokussieren kann. Es ist inzwischen jetzt schon wirklich stockdunkel. Und dann machen wir einfach mal eine Testaufnahme. Da kann man es jetzt ganz deutlich erkennen, dass rundum die Module eine deutliche Elektrolumineszenz zeigen. Dieses eine Modul hier offensichtlich ein Problem mit den Bypassdioden hat, die einen Kurzschluss über dieses Modul machen und dadurch gibt es hier keine Emission.